Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Nähe von Prüm unterwegs und wir gehen den Morefahrt Schneifel. Die Strecke ist 14,9 Kilometer lang und führt uns über 226 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Runde so ist, dann bleibt dran. Bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, bisher gibt es sehr viele Waldwege, auch einige schmale Pfade, die Stegpassagen haben uns auch ganz gut gefallen. Und dann gibt es ja natürlich auch noch einige Bunker vom Westwall hier zu bestaunen. Genau, sind auf jeden Fall mal so ganz gespannt, was uns jetzt noch weiterhin erwartet. Genau, und heute haben wir auch einen sehr schönen Tag erwischt. Das heißt also, wenn man jetzt hier gerade, wie wir gerade draußen sind, dann kann man auch schön so ein bisschen Sonne tanken. Im Wald ist es natürlich dann eher so ein bisschen schattiger. Das heißt also, auch an Tagen, wo es ein bisschen heißer ist, können wir die Strecke auf jeden Fall empfehlen. Und bis jetzt, wie Froni schon sagte, ist es eine sehr schöne, abwechslungsreiche Strecke. Gefällt uns bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut.
Wir befinden uns am Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich in verschiedene Abschnitte unterteilen. Anfang und Ende führen über schöne schmale Waldpfade, während der Mittelteil dominiert wird von breiten Forstautobahnen. Der Weg führt auch an Waldrändern vorbei oder über Felder und Wiesen und von dort kann man schön den Ausblick genießen. Am Wanderparkplatz gibt es auch noch die Möglichkeit zur Einkehr. Und ein weiterer Tipp wäre, wenn man die Strecke etwas kürzer haben möchte oder nicht so viel Lust habt auf die breiteren Wege zwischendrin, gibt es auch noch die Möglichkeit zur Abkürzung. Ja, die breiten Wege, das war auch einer unserer Kritikpunkte. Und dazu kommt noch am Anfang und Ende, dass der Weg an der Straße vorbeiführt und dort den Lärm leider hat. Sehr gut gefallen haben uns die vielen schmalen Pfade durch den Wald hindurch. Dann der geschnitzte schwarze Mann hat uns auch noch sehr gut gefallen. Und eben die schönen Stege, die es zwischendrin gab, die waren auch sehr schön. Alles in allem erhält der Weg von uns 6 von 10 Punkten. Ja, und wenn ihr Lust habt, weitere Wandertouren von uns zu sehen, dann wisst ihr ja, worüber wir uns freuen würden. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.